Hantai und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in Schönsichtingen mit Familie Schulz und zwar Max, Franziska, Sören und Sally Schulz. Ja, unsere liebe Sally, die macht sich hier gerade so ein bisschen an den Kaspar ran, denn wir haben, oh, das wollte ich gar nicht, denn wir haben 3 Blitze mit ihm. Okay, das klappt irgendwie nicht. Es ist zu eng hier, als dass wir abhängen könnten. Oh, Papa, geh noch mal weg hier. Komm hier raus, Mensch, Max. So. Umgarnen. Bewundern. Was klappt denn nicht jetzt hier? Und dann flirten wir mal ein bisschen. Sören, wann kommst du nach Hause? Um 19 Uhr. Oh, nee. Er wird keine Beförderung mitbringen, weil wir die Charisma noch nicht so weit oben sind. Sehr interessant, trotz College. Naja. Aber muss ja nicht bei jedem so gut klappen. Ich weiß nicht, ob wir es bis zum ersten Kuss schaffen. Hat sie damals nicht auch schon einen ersten Kuss erlebt? Ich muss mal ganz kurz rein. Wir waren doch... Erstes Date. Ah, wir haben noch gar keinen ersten Kuss damals gehabt. Wir hatten nur ein Date gehabt. Sehr interessant. Plaudern. Rücken kraulen. So, wie gut verstehen wir uns? 50. Ja, es wird noch ein bisschen dauern. Ah, erster Kuss. Ich finde sie auch irgendwie voll hübsch, die Sally. Irgendwann müsste noch... Nein! Kaspar, warum gehst du? Oh, das kann doch nicht sein. Wir wollten unseren ersten Kuss erleben und dann geht er. Nun gut, dann heißt es Sally, Hausaufgaben machen. Wie doof. So, die Mutti ist, glaube ich, noch... Ach nee, die sollte eigentlich oben spielen. Und, ja. Trainiert stattdessen. Geh mal auf die Toilette und dann, wir brauchen was zu essen. Warte mal, wir gucken aber erstmal, was wir noch drin haben. Sören! Genau, er ist nach Hause gekommen, hat jetzt einen Arbeitskollegen mitgebracht. So, gut, können wir ein bisschen tratschen mit ihm. Dann gehe ich erstmal rein auf die Toilette. Und eigentlich müssten wir Charisma üben, ne? Nächsten Tag 12 Uhr. 3 Punkte bräuchten wir. Aber gut. Das kriegen wir noch hin. Irgendwas haben wir gut gemacht gerade. Jetzt haben wir natürlich immer 6 Wünsche, ne? Statt 4. Wie bei den anderen immer. 6 Wünsche drin stehen. So. Wo ist denn... Achso, da. Mit jemandem tanzen würdest du gerne. Ach Gott, Verline macht... Die schläft hier, Max. So, warte mal, benutzen. Geh auch mal kurz duschen. Ja, jetzt bist du erkältet hier. Sally? Sally macht... Hausaufgaben. Oh, es ist gerade ein bisschen entspannt hier. Das finde ich auch mal ganz schön. So. Ich könnte jetzt mit ihm quasi... Ja, komm. Ich hänge mal ein bisschen mit ihm ab und später lerne ich noch ein bisschen Charisma. Wann musst du arbeiten? 12 am nächsten Tag. Okay. Ah. Wer hat noch Hunger? Du gehst hier runter. Und Sally kommt auch noch runter.
Achso, Sören übrigens, du hattest noch was in deinem Inventar, das ich noch aufhängen wollen würde. So, einmal hier. Dann haben wir einmal das da. Ups. Ah, ich habe hier den ganzen. Und das haben wir noch. Moment. Doch, das passt so darüber. Das machen wir einfach. Setzen wir einfach auf den neuen, auf die neue Kommode. So. Wobei, irgendwie finde ich gerade, das schaut sogar hübsch aus. Wobei das vielleicht, ja, das besser passt. Kann zwar ein bisschen eng jetzt hier oben sein. Aber ich lasse es einfach mal so. Ach so, ich wollte mal kurz hier reingucken. Nee, hier haben wir alles erledigt. Haben wir hier dann schon was bekommen? Ja. Einmal den Journalistenpreis. Passt der noch hier oben drauf? Nee, leider nicht. Auch nicht auf die Kommode? Komisch. Okay. Ich bin gerade mal überlegen, wo ich das am besten hinstelle. Warte mal, kann ich es mal gerade auf den Boden stellen? Ich würde nämlich sagen, das können wir mal entfernen und dann stellen wir es hier drauf. Da passt es nämlich auch sehr gut. Ich finde immer auch das, deren Wohnzimmer so süß. Das ist so ein kleines Wohnzimmerchen. Aber sehr praktisch einfach. Was ist das? Musik und Tanz. Ah ja. Das wäre was für dich. Musik und Tanz. So, Sally kommt mal runter. Ja, mit ihr und Kasper bin ich noch nicht ganz zu Ende. Vielleicht heute schon, weil sie muss erstmal hier ihren Bedürfnissen nachgehen. So, du gehst dann vielleicht auch noch mal fix reden üben. Er ist auch erkältet. Max kommt auch runter. So, kommt mal her. Ach Gott, wie süß. Er trinkt Tee hier vorne. Oh, Franziska, was machst du? Nein, das ist nicht dein Bett. Das hier ist dein Bett. Hier, guck mal, geht da schlafen. Max geht. Ah, warte mal, du könntest unten erst nochmal aufräumen. Warte mal. Huch, abbrechen. Genau. Einmal abspülen. Und Sally geht einmal auf die Toilette und dann ins Bett. Guck mal, du räumst das auch noch auf. Und dann machen wir die Musik mal aus. Ja, aufräumen. Und das auch. Und das auch. Warum ist es manchmal so, dass man die einen abspült und die anderen aufräumt von den Tellern? Keine Ahnung. So, du musst am Donnerstag auch noch nicht gehen. Da hat sie noch frei. Was war das, Sally? Ach so, der Hubschrauber hier. Ist sie drüber geschritten? Warte mal, ich mach den mal dahin. So. Sally, gute Nacht. Mach mal Licht aus. Genau. Ach so, er musste ja gerade raus, oder was? Warte mal, 23:47. So, dann verabschieden wir uns mal von unserem Arbeitskollegen. Verline weiß ich immer noch nicht, wo sie ist. Da. Okay. Big Way. Komm. Sich verabschieden.
Und dann gehst du mal weiter reden üben. Ich habe gar nicht aufgepasst, wie viel fehlt dir noch. Okay. Ich glaube, so vom Lernen her, gucke ich aber mal gerade rein. Ja, Erziehung muss er sogar auch noch lernen. Also da habe ich bei ihm auf dem College jetzt nicht unbedingt alles hochgepowert gehabt. Das habe ich jetzt nicht unbedingt immer gemacht. Bei allen. Ich muss mal ganz kurz gucken. Oh. Superstar des Campus werden. Ich hätte nie gedacht, dass ich eines Tages so viel Einfluss haben würde. Hoffentlich halten all diese Freundschaften bis an mein Lebensende. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich denke mal... Ja, wir hatten hier auch... Stress quasi gehabt. Feindschaft mit Sarah. So eine Kuh, keine Ahnung. Also, ne? Kuhkostüm. Und Ellen, keine Ahnung. Also da war irgendwas, das Teil habe ich ein bisschen vorgespult gehabt, deswegen kann ich das gar nicht so genau sagen. Hier auf jeden Fall hat er schon 10.000 verdient. Auf dem College. Mit Auszeichnung bestanden. So, sehr schön. Und bei ihm hatte ich auch eine Abschlussparty gemacht, genau. Das Dumme ist, ich bekomme das nicht hier rein. Aber, ach nee, ich müsste das immer mit Schnappschüssen machen. Oder, oh. Habe ich da Bilder gemacht? Das sind die auf dem College. Nee, nicht alle, aber... Ah, ich hätte da mehr Bilder machen können sollen. Dann könnte man die hier mit einfügen. Naja, gut. Für die nächsten. Okay, da müsste ich sowieso mal wieder dran arbeiten. Ein Charisma-Punkt. So, die anderen schlafen ja alle, deswegen spule ich hier gerade mal ein bisschen vor. So, in der letzten Woche ist nichts Besonderes passiert. Und die letzte Woche war einfach unglaublich. Wer ist aufgestanden? Wer war das? Ah, Max, oder? Ja, ich gehe mal auf Toilette. Ist ja egal, dass mein Sohn hier nebendran sitzt. So, hier einmal der Verliene was zu essen geben. Und du gehst mal vielleicht Internetrecherche mit... Musik und Tanz oder so. Oder Blog über Musik und Tanz. Das klappt meistens ja noch besser. Ja, Sören hatte auch immer Bestenliste, ja? Also das war schon alles super gut. Was war das? Ah, Sören hat sich verlobt. Ja. Das war eigentlich relativ früh für mich klar, dass Sören und Sissy zusammen sind. Auch wenn Sissy noch andere Möglichkeiten gehabt hätte. Aber ich fand, die beiden passten auch einfach super zusammen. Oder passen. So, du stehst mal auf, meine Liebe. Dann gucken wir uns mal das ein oder andere hier an. Dass der Spaß nach oben geht. Und jetzt muss ich mal bei dir schauen. Musik und Tanz wäre hier auch möglich. Okay. Was fehlt mir hier bei dir noch? Auch Charisma eigentlich. Dann gehen wir doch mal ins Bad und lernen Charisma. Shalomba. So, Sören, es tut mir leid, aber jetzt musst du doch mal schlafen gehen. Wir haben es nicht geschafft mit ihm. Oh, Franziska ist aufgestanden. Und die geht nochmal ein bisschen spielen, würde ich sagen. So, dann gehen sie alle wieder ein bisschen zu ihrem Ding nach. Oh, guck mal. Tschock, tschock. Ja, wenn Sören auch so schnell lernen würde, der macht das aber nicht, ne? Das ist schon immer wieder interessant. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen dunkel hier, aber gut.
Sally. Sie ist noch 5 Tage hier. Also sie wird auch noch mitbekommen, wie Sören heiratet. Und so. Max. Ja, genau. Mit Verline müssen wir uns natürlich auch noch mal ein bisschen befreunden. Der Einzige ist... Oh, Sören. Sören ist sogar... Was ist das für eine? Mein Ein und Alles. Okay. Oh. Da war gerade ein Hund. Auf unserem Grundstück. So, Sally. Einen Punkt hast du wahrscheinlich noch. Eine Stunde. Wie geht's dir? Okay, dann hör mal kurz auf. Dann gehst du mal auf Toilette und wäschst dir die Hände. Und dann gucken wir... Halt, das ist der falsche. Dann gucken wir gerade noch mal, ob wir vielleicht heute was anderes anziehen können oder wollen. Das habe ich ja mal gesagt, dass ich das gerne mal so bei dem einen oder anderen machen möchte. Die haben halt nicht immer alle so viel Klamotten schon. Aber ich möchte eigentlich doch mal immer mit allen mal ein bisschen einkaufen gehen. Und das erweitern mit der Zeit. Oh, mehr haben wir nicht. Oh Gott, wir haben überhaupt gar nichts für dich da, Sally. Das ist das einzigste Outfit, das wir haben. Das ist eher... Ja, ein Sportoutfit. Ja, dann, sorry. Geh mal duschen. Das wäre eigentlich dann doch mal Zeit, das zu tun. So, wie weit bist du mit deinem Musik und Tanz? 2 Punkte fehlen noch. Geh mal kurz auf Toilette. Und dann machen wir hier weiter. Blocken über Musik und Tanz. Max hat heute frei. Franziska spielt auch noch schön. Wie weit bist du? 3 Punkte fehlen dir noch. Okay. So, Sally geht jetzt gleich. Sollte gleich gehen, genau. Tschüss, Sally. Ja, ich könnte eigentlich einkaufen gehen. Im Grunde fast ohne euch. Ich sag jetzt einmal ein Tschüss und Goodbye. Ich lasse jetzt Franziska nochmal fix einkaufen gehen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Und ja, dann lade ich es einfach voll. Das muss ich ja nicht mit aufzeichnen. Ich sag deswegen ein Tschüss und Goodbye. Bis zum nächsten Mal. Eure Sakinadao. Ciao, ciao.